In diesem Video zeige ich euch eine Partie, die ich gegen einen sehr starken Großmeister letztens gespielt habe, vor ein paar Wochen in Frankreich bei einem Turnier. Das war der Großmeister Ratcha Ritwik aus Indien mit circa 2550. Ich habe circa 2350 und ich möchte einfach mal so zeigen, was der Unterschied zwischen GM und FM ist, denn der ist sehr groß. Und also vielleicht gibt es einige, die auch immer meine Serie anschauen, Gewinne im Schach. Da gewinne ich ja so gut wie jede Partie, aber ihr werdet sehen, es gibt noch viel, viel krassere Spieler als ich und diese Partie demonstriert das ganz gut. So, dann fangen wir nochmal an mit der Partie. Also ich hatte die weißen Steine, mein Gegner, der Großmeister Ratcha Ritwik hier, hatte die schwarzen Steine. Wie gesagt, circa 2550. Und ich fange hier an mit dem Zug D4 und es folgt eine relativ lange Vorbereitung von mir zu Beginn. Mein Gegner spielt D5 und C4, E6, Springer F3, das habe ich vorbereitet. Normalerweise spiele ich hier Springer C3, aber ich dachte, okay, wahrscheinlich hat er dann sich da irgendwas Gutes angeschaut. Dann dachte ich, spiele ich für diese Partie ein etwas anderes System. Das habe ich auch vorbereitet. E3, jetzt sehen wir dann auch gleich, was die Idee sein wird. B6 und jetzt B3 hier. Ups, genau. Der Punkt ist, man baut sich immer so auf und wenn er jetzt rausschlägt, falls er rausschlagen sollte, schlage ich immer mit dem Bauern zurück, anstatt mit dem Läufer. Und als nächstes kann ich jetzt meinen Läufer gemütlich entwickeln, denn nach dem Schlagen schlage ich dann mit dem Bauern zurück, wie besprochen. Wenn ich jetzt zuerst den Läufer rausziehe, ist ein bisschen das Problem, dann kann er schlagen. Und jetzt muss ich den Läufer schon wieder ziehen und das will ich eigentlich nicht unbedingt machen. Das ist hier der Sinn von dem Zug B3 zuerst. Läufer B7, Läufer D3, er entwickelt sich auch normal weiter, Rochade, Läufer D6. Und die Störung hatte ich mir auch noch angeschaut in der Vorbereitung mit dem frühen B6. Hier ist eine spannende Idee, den Bauern auf D5 abzutauschen und dann mit Läufer A3 zu spielen. Und jetzt ist der Punkt, ich will diesen Läufer gegen den abtauschen. Warum? Aus dem Grund, weil diese Bauern hier auf Schwarz stehen. Und seine steht hier auf D5 auf einem weißen Feld. Das bedeutet, im Prinzip ist dieser Läufer schlecht. Und mein Läufer auf C1 ist schlecht. Denn der schaut auf die eigenen Bauern. Und der wäre also stark. Das heißt, wenn er jetzt schlägt, wäre ich zufrieden. Und würde ganz normal weiterspielen. Aber er spielt den besten Zug. C5, auch das habe ich noch angeschaut. Springer C3 ist hier Theorie und auch ein komplett normaler Zug. Rochade. Turm C1 habe ich auch noch gekannt, auch das ist komplett normal, Turm E8. Und hier war ich dann draußen, ich wusste aber zwei Ideen. Ich wusste zum einen, dass man Dame E2, Turm FD1 irgendwann spielt in den Stellungen. Und ich wusste, dass Läufer F5 eine Idee ist. Und ab und zu ist auch Springer E2, Springer G3 eine Idee. Aber ich war mir jetzt natürlich nicht mehr sicher, was hier genau der richtige Zug war. Aber Läufer F5 habe ich gespielt, der war noch gut. Turm C8 hat er dann gespielt. Und jetzt Dame E2. Dame E2 ist tatsächlich ein kleiner Fehler. Ich hätte stattdessen den Läufer einmal zurückziehen sollen und dann nach einem Zug wie A6 mit sowas wie Turm E1 fortsetzen. Und wenn er so ein bisschen abwartet mit H6, kann man auch abwarten. Also das sind jetzt halt hier die Engine-Vorschläge. G6 wäre zum Beispiel ganz schlecht, weil dann dieser Bauer hier fallen würde. Aber wenn er stattdessen hier anstatt G6 so was wie Turm C7 sagt die Engine und dann, okay, sehr komisches, langsames Spiel scheinbar, Turm E2 und dann kommt irgendwie ein Turm rüber oder sowas. So wäre das Beste gewesen, ich entscheide mich stattdessen für Dame E2. Wie gesagt, ich habe diese Idee noch gekannt. Kleine Pointe war hier, falls er hier schlägt auf D4, dann kann ich hier schlagen und es sieht so aus, als ob er einfach einen Bauern gewinnen würde. Aber ich habe hier gerechnet, dass ich Läufer B4 habe. Jetzt nach Springer E4. Habe ich auch gerechnet, dachte ich eigentlich, dass ich damit D3 oder so hätte. Wenn schon sagt, aber Springer D4 ist ja der beste Zug. Weiß nicht, ob ich da noch drauf gekommen wäre in der Partie. Aber vielleicht schon. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass dieser Bauer hier schwach ist und dass ich den zurückgewinnen sollte. Okay, deshalb hat er auch das Gefühl gehabt, deshalb spielt er den Zug A6. Wo ich mich eigentlich sehr gefreut habe. Jetzt dachte ich Springer A4 und ich kann doch jetzt schön weiter Druck ausüben auf seine schwachen Bauern hier. Jetzt spielt er G6 und hier dachte ich auch erstmal, okay, also was eigentlich steh ich doch jetzt sehr angenehm. Ich habe doch hier Druckspiel und er steht so ein bisschen komisch da, dachte ich. Und dann habe ich hier lange gerechnet. An dem Zug Läufer D3.
Und gut, ich überlege auf mich jedenfalls, auf ihn sehen wir gleich nicht. Die normalsten Züge, und zwar Turm A8, er deckt den Bauern. Oder so ein Zug wie A5, um den Bauern vorzuziehen, weil meine Drohung ist ja gerade, dachte ich zumindest, hier zu schlagen. Meinetwegen sowas wie B5, wobei dann kann ich hier schlagen, das war eigentlich schon keine Option. Und okay, sowas wie Springer E4 habe ich noch überlegt, aber ich dachte, dann kann ich einfach rausschlagen. Und es sollte gut sein. Also das waren hier so die drei Züge, die ich überlegt habe. Und auf einmal, hier sieht man jetzt den großen Unterschied zwischen 2,55 und 2,53, beziehungsweise GM Level. Also es ist einfach nochmal ein großer Unterschied. Denn er hat hier den Zug Springer 5 gespielt, den ich nicht mal ansatzweise als Zug gesehen habe. Also er hat ihn auch noch rausgeblitzt. Das hat er scheinbar von langer Hand geplant. Das ist ein ganz starker Zug. Und ich mache mir auch keine extrem großen Vorwürfe, dass ich den nicht gesehen habe, weil es extrem schwer zu sehen ist in der Vorausberechnung. Der Punkt ist jetzt, wenn ich hier auf A6 schlage, hat jetzt auf einmal dieses Springer F4. Der einzige Zug, um meinen Läufer und meine Dame zu behalten, ist Dame B5. Jetzt Läufer C6 ist auf einmal meine Dame gefangen. Also sehr unglücklich hier. Aber hat er einfach extrem gut gerechnet. Also das funktioniert gar nicht und deshalb muss ich was anderes spielen und ich dachte, okay, was macht hier Sinn? G3 eigentlich, weil dann nehme ich ihm diese Option weg und drohe immer noch zu schlagen. Was er jetzt gespielt hat, war Dame F6, den habe ich natürlich auch gesehen, das war ein klarer Zug, aber ich dachte eigentlich in der Vorausberechnung, ich könnte hier auf C5 schlagen. Er schlägt mit dem Bauern zurück und jetzt dachte ich, ich kann doch jetzt auf A6 schlagen, weil wenn er jetzt schlägt, was auch alles gekommen ist und dann Dame schlägt F3, hängt ja, wie ich jedenfalls dachte, der Läufer hier. Und das hat auch alles rausgeblitzt. Und ich war in der Stellung hier und dachte, es muss doch eigentlich, das kann doch gar nicht so schlecht für mich sein. Also ich habe jetzt hier einen Bauern gewonnen auf A6. Ich habe jetzt gerade 6 Bauern und er hat 5 Bauern. Meine Dame steht relativ aktiv. Ich habe guten Druck auf diesen Bauern hier mit Läufer und Springer. Ich habe tendenziell diese lange Diagonale, mit der ich arbeiten kann. Und all das, was ich dachte, ist einfach nur Quatsch. Denn er hat hier einen unfassbar starken Zug, den er auch rausgeblitzt hat. Also, er hat die Stellung hier irgendwie auch viel besser eingeschätzt als ich. Die Stellung komplett falsch eingeschätzt. Er hat diesen Zug Springer E5, den ich auch in der Voraus-, also am Brett habe ich ihn dann gesehen, als die Stellung da war. Aber in der Vorausberechnung habe ich den gar nicht gesehen. Ist auch nicht so wirklich offensichtlich, dass das ein extrem starker Zug ist. Aber jetzt habe ich dann ewig reingeschaut und zwar 25 Minuten circa und habe jetzt langsam verstanden, dass ich tatsächlich auf Verlust stehe. Also es gibt noch eine Möglichkeit, man sieht am Engine-Balken, es ist noch nicht extrem auf schwarzer Seite. Es gibt eine Möglichkeit, die die Stellung hält, die ich gesehen habe, aber die glaube ich kein Mensch spielen würde. Und zwar Läufer B2. Jetzt ist eines der vielen Probleme hier der Zug Turm C6. Also auch auf andere Züge, die ich spielen könnte. Meine Dame ist gefangen hier in der Mitte vom Brett. Und die Engine sagt jetzt, man kann hier die Dame geben und die Stellung ist nur leicht besser für Schwarz, aber sowas spielt eigentlich, glaube ich, keiner. Einfach die Dame zu geben, hätte jetzt einfach eine Dame mehr, hat mehr Material und also ich habe das in Erwägung gezogen, aber nicht wirklich groß eingeschätzt. Ich dachte, das ist einfach schlecht für mich. Und ist auch nicht besonders gut, aber wäre noch das Beste gewesen. Ja, also das ist eines der vielen Probleme in der Stellung. Turm C6, meine Dame ist gefangen. Und irgendwie habe ich einfach keinen guten Zug in der Stellung. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich spiele Springer schlägt C5, Turm C6, Dame weg. Sagen wir, ich spiele Läufer schlägt C5, Turm C6, Dame weg. Sagen wir, ich spiele Turm schlägt C5, was ich gespielt habe. Der ist auch schlecht, sehen wir gleich. Sagen wir, ich gehe mit der Dame weg, um aus Turm C6 rauszugehen. Dann hat er den sehr starken Zug Dame E4 und ich habe irgendwie gar keine Verteidigung gegen Springer F3 und mein König steht hier irgendwie schon auf Matt. Also unfassbar eigentlich. Okay, ich habe jetzt mich für den entschieden, habe nichts Besseres gefunden. Er spielt Turm CD8, einziger Zug. Dame A6 und jetzt Dame E4. Okay, den habe ich jetzt auch erwartet und gesehen. Und ich habe 2 Bauern mehr, aber steht trotzdem komplett auf Verlust hier. Ist eigentlich unfassbar krass. Also hier habe ich jetzt natürlich auch gemerkt, dass ich auf Verlust stehe, aber ja, also es war auf mich auch ziemlich krass. So, jetzt springe F3, das ist seine ganze Pointe.
Und jetzt König K1, es war wichtig, dass ich diesen Springer C3 Zug gespielt habe. Jetzt greife ich seine Dame an und er kann nicht direkt hier mit einem Abzugsschach irgendwie matt geben. Geht mit der Dame nach G4, jetzt droht Dame A3, Dame schlägt H2 matt. Das heißt, ich muss König G2 spielen. Spielt das Schach, sehr stark gespielt. König geht zurück nach G1. Muss ich auch spielen. Auf König H1 kommt einfach Schach und Matt. Das heißt, König 1 muss sein. Bauer D4, auch ein starker Zug. Turm C4, okay, kann man sich drüber streiten. Die Stellung ist so oder so verloren. Dame C6, sagt die Engine, kann man vielleicht noch irgendwie spielen, aber eigentlich auch nicht, weil ich würde zum Beispiel einfach eine Figur verlieren ohne Grund. Also von daher, das wäre auch sehr schlecht. Spielt Turm C4, aber jetzt Springer F3, Springer G5. F3, ja gut, was er jetzt droht, ist Dame F3 gefolgt von Springer H3 Matt. Muss ich irgendwie verhindern, also Verzweiflung F3, Dame A3, aber jetzt ein schönes Finish. Kann ich etwas schneller durchklicken und das war das Ende. Hier habe ich aufgegeben. Also man sieht, hier wurde ich komplett vernichtet. Keine Chance. Er hat hier einfach im Mittelspiel die Stellung besser behandelt. Das Springer F5 war extrem stark gerechnet von ihm. Und auch später, dass er das hier so extrem gut eingeschätzt hat. Ich dachte, ich habe einen Bauern mehr, habe hier gutes Druckspiel, aber habe diesen Angriff hier komplett unterschätzt. Also ich habe das auch gesehen, diese Stellung der Faust, weil ich dachte, hier kann ich nicht schlechter stehen. Und da sieht man einfach den Unterschied zwischen FM und GM. Also es ist ein krasser Unterschied. 2,55 und 2,350 ist nicht so wie 1600 und 800. Das ist nochmal ein größerer Unterschied. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn das so ist, dann lasst gerne ein Like da und ein Abo. Das würde mich sehr freuen. Und damit bis zum nächsten Mal.